Okay, wollen wir loslegen? Komm an. Ja. Hallo zusammen, hier ist der Christoph. Genau, wir haben ja vor zwei Tagen was, ne? Ein Video gemacht, wo wir dazu aufgerufen haben, dass ihr uns eure Fragen stellen könnt und wir die Fragen an uns dann weiter stellen. Kompliziert, ja. Aber es hat gut funktioniert. Wir haben einige Fragen bekommen. Und dann legen wir es einfach los, oder? Genau. Wir machen es abwechselnd, oder? Ich würde sagen, oder? Soll ich anfangen oder fängst du an? Wie du magst. Also wir haben es ja so gemacht, dass unter meinem Video die Fragen, dass ich die an Christoph stelle und andersrum, dass unter seinem Video die Fragen an mich gestellt werden. Und ich fange mal an mit der ersten. Oh Gott. Also wir haben sie zwar teilweise schon gesehen und gelesen, aber noch nicht alle. Also ich bin immer noch sehr gespannt. Ja, ja, ich bin auch gespannt. Also es sind ein paar gute dabei. Die Sabine fragt, findest du dich selbst sexy genug, um Model zu sein? Die habe ich schon gelesen, ja. Das sind die beste gleich als erstes raus. Die steht ja als erstes. Echt? Nein, natürlich nicht. Also, oder muss ich es jetzt sagen? Ja, so als... Du? Als Model, fragt ja, ob du dich selbst... Muss man selbstbewusst, glaube ich, sein. Ja, also ich glaube, ich schaue jetzt nicht scheiße aus, aber ich hätte es mir niemals zugetraut, da irgendwie vor einer Kamera zu stehen oder was. Also wenn wir jetzt vor... Ja, jetzt kann ich nicht mehr sagen, vor einem Jahr, weil jetzt ist ja schon über ein Jahr. Aber wenn mir das vor zwei Jahren, sagen wir mal, einer gesagt hätte, hey, du stehst irgendwann mal vor der Kamera, also nicht nur vor der Kamera, ja, wie vor in Videos oder irgendwas, sondern auch noch als Model, hätte ich gesagt, hey, du hast doch nicht mehr alle Möhren im Keller. Also, ja, aber mittlerweile, es macht mega Spaß und ich fühle mich wohl und es geht ja auch krass ab. Also, Instagram läuft besser wie Facebook mittlerweile. Ja, es scheint zu gefallen und ich freue mich natürlich drüber. Also, ich bin da echt mega happy. Aber nee, also sexy genug halte ich mich auf jeden Fall nicht. Achso, jetzt bin ich dran hier. Bei mir ist das erste Outtakes und dann möchte der Andreas Cooper fragen, wer ist das denn eigentlich? Der kommentiert ja öfter mal. Hast du eine Bartschneidemaschinenempfehlung für mich? Ja, Andi, wie du siehst, nicht, weil ich rasiere mich nicht. Ne? Aber ich kann euch einen guten Barber empfehlen. Also ich gehe nach Mannheim zum Markus Seiler. Das ist Deutschlands bester Barber 2015. Also da lasse ich immer die Form schneiden und so. Und auch die Haare, also der ist ganz geil. Könnt ihr mal auschecken. Marco Seiler. Ja. Gut zu wissen. Cooler Typ. Viele wissen ja gar nicht, dass ich auch mal so einen Bart hatte, ne? Du hast, glaube ich, schon mal ein Bild gesehen, ne? Ja, ich habe schon mal, ey. Wir müssen eine Challenge machen, dass sich der Christoph wieder Bart lässt. Also, ja, ich hätte schon Bock irgendwann, aber das ist schon nervig irgendwann. Also, ja. Naja, aber das... Okay, nächste Frage. Achso, ich bin wieder dran. Christopher Melzi-Melz fragt, was macht dich erfolgreicher als andere? Boah, das ist die Kelvin-Standardfrage. Ne? Ja. Was macht mich erfolgreich? Bin ich erfolgreich? Also, ja, es läuft ganz gut, aber so als richtig erfolgreich, das dauert schon noch ein bisschen. Aber was macht es aus? Ja, Arsch aufreißen, würde ich sagen. Also ganz salopp mal daher gesagt, du musst halt einfach 150% geben und ich meine, ich gehe hier jeden Tag um 11 raus und bin in der Früh um 8 da. Also, ich schätze mal, dass es daher kommt. So. Und es macht halt Spaß. Ne? Also, du musst was machen, was dir Spaß macht und musst dir den Popo ein bisschen sonst weiten. Genau. Die nächste Frage, der Patrick Zanger. Jetzt kommt mal was Fotografisches. Welche Systemkamera würdest du empfehlen? Hast du selbst eine? Ich bin für meinen nächsten Urlaub auf der Suche nach einer als Erweiterung zu meiner D5100. Systemkamera. Also Systemkamera, weiß ich jetzt, ob du die kleinen meinst, einfach so eine Kompaktkamera. Da kann ich die Canon G7X oder auch die neue 5X empfehlen. Die sind gute Pocketkameras, also für unterwegs, wenn man, und da hat man eigentlich alle Funktionen, die man an der DSLR auch hat, also da vermisst man nichts. Die haben auch einen ziemlich großen Sensor, also die haben ein ziemlich gutes Rauschverhalten und also das ist meine Unterwegskamera, wenn ich jetzt keine mitnehme. Also ich glaube, du meinst sowas, weil Systemkamera, oder? Was denkst du? Was ich denke schon auch, sowas Kleines. Also sowas, ich meine, es gibt wahrscheinlich was Ähnliches von Nikon in der Richtung, wenn du Nikon-User bist. Da kenne ich aber leider nicht aus. Also wie gesagt, ich habe die Canon G7X für als kleine Kompaktkamera unterwegs. Also ich bin ja nicht. Jetzt so, ist vorgegriffen. Thomas Schulz, geile Frage. Was nervt dich an dem Typ neben dir?
Da bin ich jetzt aber gespannt. Dein Hemd nervt mich. Das hätte ich auch gern. Nee, was nervt mich? Ein Typ neben mir. Gar nichts. Ich glaube, der Jörg ist ein sehr, sehr umgänglicher Typ, Freund, Mitarbeiter, alles. Also, ist eine super, super Kompaktlösung hier. Ja, wir verstehen uns ziemlich gut. Nee, was nervt mich an dir? Du könntest dir mal einen Schuh kaufen, Alter. Wieso? Was Adidas? Rose Superstars mag ich nicht. Doch. So. Aber sonst, nee, das, Jörg ist ein cooler Typ. Nee, da fällt mir echt nichts ein. So. Nichts, kein Tick oder so, den ich hab. Nee. Na gut. Ja. Wäre ja gut dabei weggekommen. Glück hat das. Was nicht ist, kann ja noch werden. eine super Frage von Ragnara Fotografie. Wie sieht Jorge mit einer Axt und einem Mittelalterhelm aus? Also das denke ich mal mit Gimli aus Hallerin. Wahrscheinlich, ja. Also ich würde es gerne selber mal wissen. Wir können ja mal kurz was einblenden. Und ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich werde ich so aussehen. Also da könnt ihr den Christoph danken für diese kleine Montage. Ich bin jetzt schon gespannt. Ja, ich auch. Ich hoffe, das klappt auch. Ja, wenn ich am letzten Buch bin. Ja, es liegt an dir. Ich gebe mein Bestes. Oder du bist dran. Ja, ich bin wieder dran. So, Maximilian fragt, gibt es Fotografiearten, die du noch nicht ausprobiert hast, wie zum Beispiel Sternfotografie und sowas? Ja, Sternfotografie habe ich schon ausprobiert. Das haben wir sogar zusammen gemacht, ey. Ne, ich habe schon viel ausprobiert. Es gibt zu viel, was ich noch nicht ausprobiert habe. Mal rausgehen und echt wirklich nur schwarz-weiß aufnehmen zum Beispiel, also nicht im Nachhinein konvertieren, sondern mal nur einen Tag irgendwie nur schwarz-weiß oder es gibt so viele Sachen in Fotografie, was ich noch nicht oder was auf jeden Fall auf der Liste steht und was auf meiner To-Do-Liste für, darf ich das so sagen? Ich würde gerne mal so Bürste fotografieren. Nein, ihr kennt doch bestimmt hier überall. Ja, André, Jocelyn. Ja, alle hier, Rübke und wie sie alle, überall einfach so ein Hotelzimmer. Also so ein Hipster-mäßig. Ja, voll Hipster-mäßig, weißt du, so ein mattes Bild irgendwo, wo dann eine einfach nur mit Brüsten da liegt. Das habe ich noch nie gemacht, das muss man glaube ich schon mal gemacht haben. Also, weiß ich nicht, wenn du in die Aktrichtung gehst oder in die Hipster-Richtung. Stimmt, Akt habe ich auch noch nicht gemacht. Aber das oder hast du Stiller, Food-Fotografie. Ja, nee, also Food... Ich fotografiere mein Essen ab und zu, aber das nur mit dem Handy. Aber ich glaube so, ich bin so gerade auf der Brüste-Schiene. Mal schauen. Alright. Geil. Der Marcel Reimann sagt erstmal, dass das eine super Idee ist. Danke. Suche versus Display bei spiegellosen Kameras und warum? Ist das Verwenden des Suchers nur eine alte Angewohnheit oder gibt es große Vorteile im Gegensatz zum Display? Außer, dass es blendet bei direkter Sonne. Ja, wer hat das gefragt? Der Marcel. Marcel. Das ist eine gute Frage, weil ich habe gerade zum Beispiel die Sony Alpha 7 R2 zum Testen. Und da ist es mir auch aufgefallen im Studio, also es ist sehr gewöhnungsbedürftig mit dem Sucher. Also mit dem elektronischen Sucher. Das ist halt, es zieht halt viel Batterie, also das ist mal ein Nachteil, denke ich, weil man braucht halt einen Akku um oder Strom um was zu sehen, sonst geht es nicht. Ein ziemlich großer Vorteil ist, dass man das Bild im Nachhinein, wenn man eins geschossen hat, draußen durch den Sucher wieder betrachten kann und man braucht zum Beispiel nicht so einen Blendschutz für die Sonne, was du aber auch schon angesprochen hast, glaube ich. Ich glaube, das meintest du mit, dass bei der Sonne blendet. Sonst, es ist eine Riesenumgewöhnung. Also ich musste mich echt dran gewöhnen, weil es sehr ungewohnt ist. Ne? Also wenn man das vom Spiegel kennt, ist man das, ja... Aber ich denke, da gewöhnt man sich auch dran. Wenn man nur noch damit arbeitet, dann... Also viele große Vorteile sehe ich jetzt nicht. Wie gesagt, Nachteil ist, dass es halt viel Leistung schluckt. Ne? Aber, also Akkuleistung, aber ja. Sonst. Wie gesagt, wahrscheinlich immer so Gedöns im Bild, ne? Oder? Ja, manchmal flackert auch das Bild durch den Sucher, also durch den elektronischen Sucher. Das ist halt ein bisschen, manchmal ist es auch schwierig zu fokussieren. Also da ist dann das reelle Bild vom Spiegel her schon ein bisschen besser. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist eine Gewöhnungssache. Weil man es ja eben die letzten, keine Ahnung, 8 bis 10 Jahre habe ich ja nur mit Spiegelreflexkameras gearbeitet. Deswegen ist mein Auge auch so dran gewöhnt. Und ich denke, es ist einfach eine Gewohnheit. Wenn ich jetzt nur noch ein Jahr mit dem elektronischen Sucher arbeiten würde, denke ich mir, dass es da...
Also, dass man das nicht vermissen wird, denke ich. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Okay. So. Daniel Hoppmann fragt, könnt ihr mal meine Seite Daniel Hoppmann Fotografie promoten? Nein, Daniel Hoppmann Fotografie, die können wir nicht promoten. Das ist eigentlich schon so dreist, dass wir Daniel Hoppmann Fotografie eigentlich promoten sollen. Ja, also ich würde Daniel Hoppmann eigentlich, Fotografie würde ich vielleicht nicht promoten. Aber die Frage ist, wie bist du auf das Thema Fotografie und vor allem das Modeling gekommen? Also das Thema Fotografie, das habe ich schon mal in einem anderen Frage-Antwort irgendwo auf meiner Facebook-Seite beantwortet. Das kam hauptsächlich durch Fotografie mit dem Handy, also immer mit dem iPhone. Ich habe auch einen anderen Account auf Instagram zum Beispiel, wo ich nur mit dem iPhone Fotos mache und nur auch mit dem iPhone bearbeite und so weiter. So hat das Ganze angefangen und ist dann natürlich Schritt für Schritt immer weitergegangen. Das mit dem Model. Ja, das ist hier entstanden, lustigerweise. Also dadurch, dass wir ja viele Shootings haben und dazu immer das Licht einstellen müssen und Kelvin gerne mal vorher einen Lichttest macht, war ich halt immer Lichtmodell. Und die Bilder, die da rausgekommen sind, waren halt teilweise so gut, dass man gesagt hat, ja, die können wir eigentlich nicht einfach so in irgendeinem Ordner vergammeln lassen oder wegschmeißen. Machen wir einen Instagram-Account oder was und ballern das da drauf und auch viele, viele Teilnehmer, die da waren und so weiter, immer, ja, mach doch du auch mal und stell dich doch auch mal davor. Und ich habe einfach immer so, hey, nee, lass mal. Aber das hat echt Spaß gemacht irgendwann und dann ist das so angelaufen, immer weiter. Ja, immer sehr viel Zuspruch bekommen am Anfang, was sehr viel Mut gemacht hat. Also ich glaube, den braucht man da am Anfang auch. Aber ja, so, das war der Start. Ist auch ein hübsches Kerlchen, ne? Ja. Der Schuhmuckel-Fotografie. Jorge B. Punkt. Was ist für dich deine wichtigste Erfahrung? Ah, sorry. Jetzt weiß ich, was mich an dir nervt, Alter, dass ich bei Facebook immer Jorge B. Punkt schreiben muss, wenn ich dich verlinke. Das ist hier nochmal ein Nachtrag zu vorhin. Ja, also, das ist nervig. Ich muss immer Jorge B. Punkt schreiben. Also, Jorge B. Punkt. Was ist für dich deine wichtigste Erfahrung in der Fotografie? Bitte nicht Photoshop, sondern die reine Fotografie, die du gemacht hast, seitdem du bei Kelvin Hollywood bist. Also seitdem ich bei Kelvin arbeite, ist die wichtigste Erkenntnis in der Fotografie, glaube ich, keep it simple. Ne? Also was ich bei Kelvin gelernt habe, weil Kelvin ist ein sehr, minimalistischer Typ, darf ich jetzt nicht sagen. Er ist einfach nicht so der Technik-Nerd, ja, so wie ich. und nicht ganz. Und man lernt einfach bei ihm, dass man mit wenig Equipment in der Fotografie wie auch im Film machen kann. Und da denkt man meistens immer so ein bisschen zu kompliziert, ne? Weil man nicht immer die Zielgruppe im Auge hat, sondern eigentlich sich selber. Man will immer das und das haben, aber je mehr Equipment man hat, desto mehr Nerven gehen dabei drauf, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und es dauert länger. Und es dauert natürlich länger, was man machen kann. Das auch, ja. Ja, das habe ich, das glaube ich, das Größte, was ich gelernt habe, ist einfach so, keep it simple. Also, und auch einfach mal machen. Machen mit dem, was du hast. Nicht erst denken, ach ja, jetzt will ich das machen, aber ich brauche erst dies und das, um dies und jenes zu machen. Bullshit. Einfach machen. Das ist so, das, was ich als, ja, was mir so spontan einfällt. So, dann fragt der Andreas Cooper. Der EOS Andi, liebe Grüße an der Stelle. Ach, der ist das. Wann machen wir das Elbenohren-Shooting? Das will ich jetzt aber auch wissen. Also, das ist ein Elbenohren. Also, ey, hör auf, das hat irgendwann mal angefangen. ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber es wird niemals stattfinden. Bei EOS Andi. Ich werde mir niemals Elbenohren da irgendwie. Oh, jetzt ist es auf Video sogar, ne? Das darf echt nicht passieren. Never ever. Niemals, Alter. Das ist sowas wie eine Lederhose, die würde ich auch nicht anziehen. Lederhose und Elbenohren. Beides zusammen nicht, vielleicht. Das wäre ein absoluter Overkill. Ich sehe gerade, wir sind schon bei 15 Minuten. Wir könnten es eigentlich teilen, oder? Ich weiß nicht, wollen wir hier Schluss machen? Ich würde sagen, ja, kleinen Break. Wir machen hier einen kleinen Break. Starten alles neu. Und dann sehen wir uns im nächsten Videos mit den restlichen Fragen. Bis dann.